Genau, bei der Sensorik war es uns ganz wichtig, dass wir die Motivation des Patienten steigern. Das heißt, der Patient hat die Möglichkeit, Tests zu machen, schon ab dem ersten Tag, und kann sich so vergleichen immer sein gesundes Bein zu seinem verletzten Bein. Und da bekommt er dann zum Beispiel, er schafft jetzt 100 Grad auf seinem gesunden Bein Bewegungsfreiheit, schafft aber nur 50 Grad auf seinem verletzten Bein. Das heißt, er ist zu 50% fit. Das Ganze steigert sich dann immer wieder, es gibt verschiedene Übungen, die immer schwieriger werden, bis hin zu Sprungtests, und kann so rausfinden, wie es ihnen geht. Und das motiviert den Patienten, um sich zu verbessern, um bei der Physiotherapie dran zu bleiben und immer weiterzumachen. Es gibt diesen kleinen Sensor, der kommt mit der Knieorthese mit. Da kann der Patient an der Knieorthese direkt mit seinem verletzten Bein die Messungen machen. Es kommt aber auch ein kleiner Halter mit dazu, dass er es am gesunden Bein montieren kann. Und dann sieht er auf seiner App live sein Ergebnis, wie es ihm dann geht. Ab sofort kann geübt werden. Der Patient kann am ersten Tag im Bett schon anfangen im Liegen. Der Patient hat den Sensor, den er auf seinem verletzten Bein zum Beispiel montiert. Und bei der ersten Übung ist so, er liegt im Bett und das Bein wird einfach nur angezogen. Und dadurch ermittelt der Sensor, wie weit er sein Bein abwinkeln kann. Und ich kann die Range of Motion feststellen. Die Indikationen, die passend sind, eigentlich bei allen klassischen Sportverletzungen, also Meniskus, Kreuzband, Seitenband, da passt das überall dazu. Für einen Arzt ist es ganz interessant zu sehen, wie ist der Behandlungsverlauf meines Patienten. Das heißt, er sieht nicht nur eine Stichprobe an dem Tag, wo der Patient ihn besucht, sondern sieht den gesamten Verlauf seiner Behandlung. Gut, wir haben hier jetzt die Advagonie, unsere Orthese. Wir sind hier einen anderen Weg gegangen mit dem Rahmen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen keinen seitlichen Rahmen, der das Bein einspannt wie ein Schraubstock, sondern machen einen zentralen Rahmen, der über flexible Schalenelemente mit dem Bein verbunden ist. So kann sich die Orthese viel besser dem Patienten anpassen. Zusätzlich haben wir gesagt, dass wir möglichst gleichmäßige Auflagefläche haben wollen. Das heißt, geschlossene Polster, die großflächig auflegen. Bei unserem Gelenk war uns ganz wichtig, dass wir kein möglichst kompliziertes Gelenk bauen, sondern ein sehr einfaches Gelenk bauen. Und sagen, es gibt hier einfach eine Abweichung zum Patienten. Die entsteht einfach, weil jeder Patient individuell ist und auch, weil der Patient die Orthese nie exakt gleich anlegen kann. Diese Abweichung ist immer da, das können wir nicht verhindern. Aber wir können die Abweichung ausgleichen. Das passiert hier an der Unterschale. Das heißt, der Rahmen kann sich hier vertikal bewegen, um genau diese Abweichung auszugleichen. Und das sieht man auch bei den Patienten, wenn sie gehen, bei jedem Schritt, wie das hier bewegt. Individuell bei jedem Patienten anders. Es ist für die Orthese gar kein Problem, mit ihr zu duschen. Sie wird natürlich nass, aber man kann sie einfach trocknen, ist kein Thema. Viele Patienten schlafen am Anfang der Nacht damit, ist gar kein Problem. Gerade deswegen sind diese Großflächenpolster so wichtig, dass es zu keinen Fensterödemen oder Druckstellen kommt. Der Patient kann sie ganz schnell auf- und zumachen. Das ist Patienten sehr, sehr wichtig, dass sie eben keine Gurte ausfädeln müssen, sondern wenigstens sie an- und ablegen können. Auf der Vorderseite sitzt unser Intelligent-Sensor. Der Sensor ist verantwortlich für die Messungen, das heißt die Winkelmessungen, die Sprungmessungen, wird alles am Sensor gemacht und die Daten kommen dann auf das Smartphone vom Patienten und werden dort abgelegt.